Kinderzimmer. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Und ich freue mich sehr, dass heute wieder Alexandra vom YouTube-Kanal Schlussklappe mit dabei ist. Genau, wir sind hier gerade am roten Teppich bei der Premiere von Narziss und Goldmund. Und der ganze Film basiert auf der Buchvorlage von Hermann Hesse. Genau, und die Hauptrollen in dieser Verfilmung spielen Janis Niewöhner und Sabine Tamrea. Die beiden werden heute Abend hier sein und noch eine ganze Menge Leute aus dem Cast. Und wir gucken mal, wen wir vor die Kamera bekommen. Aber erstmal zeigen wir euch, worum es in dem Film überhaupt geht. Im Mittelalter lernen sich in einem Kloster der stille Narziss und der lebhafte Goldmund kennen. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit entsteht zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft. Während Narziss im Kloster bleibt, zieht es Goldmund in die Welt hinaus. Nach Jahren treffen sich die beiden wieder. Narziss ist inzwischen ein Abt, Goldmund ein Bildhauer. Um Goldmund zu halten, bietet Narziss ihm an, einen Altar zu gestalten. Doch die tiefe Freundschaft der beiden sorgt in dem Kloster schon bald für Konflikte. Narziss, dies hier ist deine Bestimmung. Die 1930 erschienene Erzählung Narziss und Goldmund gehört zu den bekanntesten Werken des Literaturnobelpreisträgers Hermann Hesse. Stefan Rutzowitzki, der 2008 mit seinem Film Die Fälscher den Auslandsoscar für Österreich gewann, hat die Geschichte über Freundschaft, unterschiedliche Lebensentwürfe und die Bedeutung von Kunst nun fürs Kino adaptiert. Wir wollten machen großes Gefühlskino mit großen Bildern, Stars, auch weil ich finde, dass das der Romanvorlage entspricht. Das war auch ein Buch für ein Mainstream, würde man heute sagen, also für ein breites Publikum. So wie Hesse halt sein Publikum begeistert hat mit der schönen Sprache, den schönen Sätzen, haben halt wir die schönen Bilder. Aber ja, halt wirklich großes Kino, großes Gefühlskino. Hat sich ein paar Mal, garantiere ich, so einen Kloß im Hals, weil es so schön ist, weil es so berührend ist, weil es so traurig ist. Goldmund ist wie ein Vogel im Käfig. Er muss hinaus in die Welt. Du weißt auch, dass er hier nicht glücklich werden wird. Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht hierher. Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher. Was macht denn die Freundschaft zwischen Narziss und Goldmund aus? Was ist das Besondere? Die Unterschiedlichkeit, die Offenheit, einander auf Augenhöhe zu begegnen und nicht zu werten, sondern einfach ihn als Menschen so zu sehen, wie er ist. Absolut. Also man bewundert ja immer das, was einem selbst auch fremd ist oder was man selbst nicht hat. Man beneidet das auch. Man kann vom anderen lernen und man wird auch, der andere gibt einem nochmal eine andere Möglichkeit, aufs Leben zu blicken, und das ist besonders schön. Und was hat euch so an euren Rollen gereizt? Gereizt hat mich daran, dass ich einfach den Roman gelesen habe und mich total in dieser Rolle wiedergefunden habe oder auch in Narziss. Also das ist so, in mehreren Figuren findet man sich da wieder und man fühlt sich grundsätzlich erinnert an das eigene Leben, und das ist total schön. Für mich ist es einfach der Glaube. Keine Ahnung, ist lateinische Choräle singen, es ist einfach Dinge, die ich in meinem Privatleben selten tue, und hier hatte ich einfach Chance, es zu lernen und hier im Film dann zu spielen, und das ist immer wieder ein Geschenk. Der Junge wird Pfaffe. Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Ich hasse Narziss. Ich Goldmund. Ihr beiden spielt ja die jüngeren Versionen von Narziss und Goldmund. Und konntet ihr euch von Janis und Sabine viel abschauen während der Drehs? Also, wir haben uns ja nicht so viel zusammengedreht, aber ich finde, die sind beide sehr talentierte Schauspieler, und es ist natürlich auch eine Ehre, mit solchen zu spielen, und dann kann man sich natürlich was abgucken, so Tipps und Tricks. Was er eben gesagt hat, sie geben einem auch oft Tipps und Tricks. Wir haben halt leider nicht so viele Szenen, also wir haben uns nicht so oft im Set gesehen, weil sie ja mehr Szenen und andere Szenen als wir gehabt haben. Aber ich glaube einfach nur, dass wir manchmal einfach beim Mittagessen zusammengesessen sind, haben wir sich schon irgendwie so Tipps holen können. Und wie habt ihr euch auf die Rollen so vorbereitet? Ich habe mal so geguckt, wie es im Kloster ist, und ich hatte ja auch im Geschichtsunterricht das Mittelalter. Und da konnte ich mir einiges abschauen. Ich war auch in so einem katholischen Camp, so, wo man recht viel beten musste. Und deshalb hatte ich so einen ungefähren Ablauf, wie das so ist. Aber es war natürlich auch, also ich habe mir dann noch mal ein Buch dadurch darüber angeguckt und einen Film gesehen. Und es ist schon, also echt krass. Also ich bin ja nicht so streng gläubig, aber ich bin halt gläubig. Für mich war die Vorbereitung eigentlich nicht so angespannt, denn
ich habe mir ein paar Filme oder einen Film oder zwei, drei Filme von Jannis einfach angesehen, um einfach zu schauen, wie er so spielt und dann einfach noch mit Jannis ein bisschen drüber gequatscht, was er so macht. Auf seiner Reise durch die Welt trifft Goldmund ganz unterschiedliche Menschen, wie zum Beispiel die Jüdin Rebecca, deren Dorf niedergebrannt wurde. Meine Rolle ist eine sehr kleine, sehr kurze, aber ich glaube für Hermann Hesse damals eine sehr wichtige Figur gewesen. Rebecca ist tatsächlich einer der Gründe, warum Hermann Hesse ins Exil gehen musste. Die Nazis wollten das nicht so gerne, was er da so von sich gegeben hat, was Rebecca von sich gibt, und haben ihn gebeten, das aus dem Buch herauszunehmen, und Hesse hat gesagt, dann gehe ich lieber ins Exil. Also hochpolitisch, dafür sehr interessant und dafür wichtig, einfach zu sagen, ja, ich mache das sehr, sehr gerne. Vielleicht sind ja die Juden schuld an der Pest. Schlagen wir sie tot, vielleicht hilft's. So denkt ihr doch. Es ist ein schreckliches Unrecht. Alle sind irre, vor Angst und Leid. Und was hat dich so an der Rolle gereizt? Das ist vor allem, ist es Hesse an sich, den ich einfach schon als wirklich sehr junges Mädchen verehrt habe, bei den Eltern aus dem Bücherschrank gekramt und alle 10 Jahre wieder gelesen, um zu verstehen, was ich dann damals noch nicht verstanden habe. Und jemand wie Stefan Rudowitzki, der einfach auch tolle Filme gemacht hat und so ein wunderbares Buch, wo es um Freundschaft, um Abenteuer, um rausgehen in die Welt, sich finden, sich kennenlernen, das sind schon Themen, die sind einfach irgendwie immer aktuell und ja, da sagt man nicht nein. Und wie gesagt, Rebecca fand ich einfach auch trotz der Kürze der Szene einfach ein sehr wichtiges Statement, dass ich irgendwie gerne dabei sein wollte. Meister Niklaus, ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen. Ich muss von euch lernen. Der Goldmund kommt zu mir in die Lehre und ich schnitze Madonnenfiguren. Und er möchte das lernen. Das ist sein Bedürfnis. Und ich versuche, ihm das beizubringen. Und ich bin da als Lehrer eine ganz wichtige Station auf seiner Reise. Und was hat Sie so an der Rolle gereizt? Naja, eben mit Stefan zu arbeiten, Regisseur, Oscar-Gewinner. Und natürlich Hermann Hesse, wichtiger deutscher Autor. Und an historischen Filmen ist immer schön. Ne? Ich komme vom Theater, da verkleidet man sich auch mal gerne als Schauspieler. Ich bekomme so einen dicken Bauch und du musst für uns 3 schuften, Tag ein, Tag aus. Weil das so genug und dann läufst du weg mit deinem anderen Lenchen. Ich spiele die Rolle von Lenchen, von dem Mädchen, was Goldmund heiraten will. Ja, ich hatte so das Gefühl, wir Frauen hatten alle so einen kleinen Gastbesuch in diesem Film. Und was hat dich an deiner Rolle so gereizt? Ich glaube, vor allem die Arbeit mit Stefan hat mich gereizt. Ich fand das Drehbuch toll. Ich glaube, Narzis und Goldmund hat jeder irgendwann gelesen. Ich fand es ein total schönes Drehbuch. Und ich fand die Rolle schön. Ich mochte das gerne. Ich bin total gerne diese Freiheit, die Lenchen hat, dieses Leben im Paradies, sich keinen Regeln unterordnen. Aber auch so ein bisschen, ja, so diese Zeit, dass man nicht so große Zukunftsperspektiven hat, die es arbeitet als Magd. Ich glaube, die hat nie wirklich vom großen Luxus oder vom langen Leben geträumt und lebt so im Moment, und das macht sie ziemlich cool. Armut, Gehorsam, Keuschheit, ein Leben lang? Es ist meine Bestimmung. Meine Rolle, die gab's im Buch, gibt sie nicht. Die hat der Stefan Rutzewitzki erfunden, damit es einen bösen Antagonisten gibt, sozusagen einen Fanatiker, der sozusagen als Gegenpart dasteht, das Böse in der Religion oder so. Und so sehe ich das auch. Ich habe es ja übertragen. Es gibt ja heute die religiösen Fanatiker, die alles zerstören. Und genau das ist es ja auch, was meine Rolle tut. Aus einem Fanatismus heraus alles kaputt machen. Was hat Sie so an der Rolle gereizt? Einfach so böse zu sein oder was genau? Hallo. Ja, aber das ist immer interessanter für einen Schauspieler, das Böse zu darzustellen. Weil ich bin ja nicht böse und deswegen muss ich halt mich besonders anstrengen, um das Böse glaubhaft darzustellen. Und im Film ist es immer schwer, weil im Theater kann man das Böse mit großen Gesten, aber hier muss das Böse im Kopf sein und das muss man halt sehen. Und das ist halt die Herausforderung. Das hat aber sehr großen Spaß gemacht. Goldmund, was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt.
Der Film spielt ja im Mittelalter und das kommt irgendwie immer wieder gut beim Publikum an. Was glaubt ihr, woran das liegt, dass Mittelalter immer wieder gut auf der Leinwand ankommt? Die Menschen entfliehen gerne aus der Zeit, in der sie leben und ich finde es wunderbar, denn auch wenn man ein bisschen Abstand nimmt zu dem, was wir da zeigen, erkennt man besser die Gemeinsamkeiten, die dort zu sehen sind. Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist es, dass man sich in andere Welten träumen will und man vor allem auch Geschichten sieht in anderen Welten und in fantastischen Welten, in die man sich selber hineinprojizieren kann und die sehr viel von dem haben, was wir im wirklichen Leben auch erleben. Das ist eine Zeit, die wir sozusagen nicht mehr wirklich vor Augen haben, die wir aktuell nicht erlebt haben und die hat natürlich eine gewisse Opulenz, die der heutigen Zeit fehlt. Und dann ist es immer aufregend, was zu sehen, was man nicht mehr wirklich kennt. Allein vom Look ist es halt schon schön anzusehen, ne, dass man in so eine, das ist wie eine Zeitreise, man taucht in so eine andere Zeit ein und man hat da auch meistens, auch wie in dem Film hier, sehr, sehr schöne Bilder und man kann sich da richtig da so reinbeamen. Ne? Na, das Mittelalter sah natürlich wunderschön aus. Ne? Also wir sind ja heute in einer sehr medialen Welt unterwegs und das gab es halt alles damals nicht. Deswegen war das einfach bildlich sehr, sehr schön. Schöne Gebäude, schöne Trachten, auch Frauen waren sehr, sehr schön angezogen. Ich glaube, dass Leute das sehr, sehr gerne sehen. Vielleicht war allein das fasziniert, wie man da so eine andere Zeit reinreist, die man nicht mit selbst erlebt hat und sich dann so vorstellt, wie das alles damals aussah und wie eine Zeitreise sozusagen. Also ich denke, dass man einfach sich vorstellen kann, wie die Menschen das so getickt haben und dass es einfach unvorstellbar heutzutage ist, wie zum Beispiel, dass die über Mauern klettern, die komplett verfallen sind. Das darf man ja heutzutage einfach gar nicht mehr oder so. Und ich finde es einfach, ich persönlich finde meinen Reiz daran, dass ich einfach sehe, wie es damals einfach war. Ich glaube generell, dass es einfach Spaß macht, in so komplett andere Welten einzutauchen. Und das ist hier der Fall. Und ich bin total gespannt. Allein schon die Maske, wie die alle anders aussehen, ist wirklich speziell und hervorragend. Ja, die Kostüme, das Spiel der Kollegen und im Mittelalter, da macht es echt Spaß zu spielen als Schauspieler. Das ist natürlich einfach so die dunkle Zeit, wo man irgendwie die Vorstellungskraft, die hat einfach so eine Fantasie geht mit einem durch. Es hat irgendwie, man hat sofort das Gefühl von, alles hat anders gerochen, alles war viel schwieriger, komplizierter, es war irgendwie schmutziger, es war irgendwie eine andere Intensivität des Lebens und ich glaube, dass man da einfach eine gute Vorstellung von hat. Es gibt immer noch viele, ich selber komme aus einem mittelalterlichen Dörfchen oder Kleinstadt, wo es einfach irgendwie, wo viele Leute hinkommen, einfach um so dieses Gefühl zu bekommen, wie ist es in Lehmputzhäusern zu wohnen, Fachwerk, was alles sehr lange hält, wo es irgendwie harte Kriege gab. Es war einfach eine harte Zeit und ich glaube, dass da die Vorstellung und die Fantasie einfach, dass das die Leute anregt und natürlich für mich auch irgendwie zu sagen, hey, in so ein wunderbar historisches Kostüm zu schlupfen, das macht auch gleich ganz viel mit einem. Also es, man steigt rein und dann man ist sofort wirklich in einer anderen Zeit. Es war ganz toll. Weil es geschichtlich einfach wahnsinnig spannend ist, ja? Weil man dann doch immer wieder Neues entdecken kann. In dem Fall ist es eine Romanverfilmung, die so vielen Leuten im Herzen ist, das macht es nochmal doppelt spannend. Bei dem Film geht es ja eigentlich darum, seinen eigenen Weg. Zwei junge Männer suchen nach ihrem eigenen Weg und gehen den dann auch und wissen so am Ende sozusagen, wo sie hingehören, welcher Weg der ihre ist in der Auseinandersetzung. Und das macht ja jeder heutzutage, will jeder wissen, wo ist mein Weg, gerade wenn es so viele, viele, viele Wege gibt oder Möglichkeiten, einen eigenen Weg zu gehen. Da wird es noch schwerer, heute ist es schwieriger, einen eigenen Weg zu finden als damals. Aber der Film hilft einem. Das war's jetzt hier vom Roten Teppich von Narzis und Goldmund. Und der Film startet am 12. März in den deutschen Kinos. Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust auf den Film bekommen habt, dann schnappt euch doch einen ganz besonderen Freund oder eine ganz besondere Freundin und ab ins Kino.